Willkommen zurück in Italien im LS22, Freunde. Ich stehe neben dem Fendt und da hinten steht mein McCormick. Ich habe also noch nichts weiter gemacht ohne euch. Und jetzt gilt es, die weiteren zwei Aufträge hier in Gang zu bringen. Ich begebe mich mal auf den Weg dahin. Und dann wird's ernst. Dann muss ich Ballen sammeln. Und gucken, ob die in die BGA passen. Ich hoffe es sehr. Ist ja nicht viel Platz drin. Na klar, natürlich auch mal zwischenspeichern hier. So, einmal kurz checken. Wo muss ich noch hin? 50 habe ich, 53 habe ich, 54 habe ich, 51. 51 war, wenn ich mich nicht täusche, jetzt irgendwie auf der anderen Seite. Ach ja, das ist die böse Wiese. Das ist hier die böse Wiese, das heißt, ich setze den mal in die Richtung in Gang und lasse ihn mit Autodrive fahren. Hoffe, dass er auch ankommt. Ist ja ein bisschen, na, ich würde sagen, nicht so wendig mit den ganzen Anbauten hier. Mal gucken, ob das klappt. So, der McCormick soll jetzt mit Hilfe von Cosplay pressen. Wird wahrscheinlich ein paar Mal hängen bleiben. Wollen wir mal sehen. Das ist hier oben das Feld 54. Dann übernehmen wir uns also den Kurs hier. Einen Kurs löschen. Oder hatte ich den schon reingebaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann geben wir dem mal das Go. Erster Wegpunkt. Dann legen wir los. Kurzer Check. Ob er auch tut, was er tun soll. Und Action. Muss noch runterklappen. Runterfahren. Und dann anschalten. Einmal runterfahren da, die Aufnahme. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Wunderbar, das klappt. Sehr schön. McCormick unterwegs. Wunderbest. Dann springe ich mal rüber zum Händler jetzt. Denn da steht bereit unser Unimog, auf dem ich draufstehe. Und jetzt ist die Frage, welchen Transportanhänger oder Ballenanhänger habe ich mir ausgeguckt? Oh, habe ich hier eigentlich schon mal so richtig reingeschaut? Kann ich hier rein? Nee. Noch nie so richtig geguckt hier. Oh, kleine Landini-Auswahl da drin. Okay. Welchen Ballenanhänger habe ich mir ausgeguckt? Und zwar, denn angeboten ist ja leider nichts. Und zwar folgenden. Bin gespannt, was ihr sagt. Kein Anderson. Ich muss ihn erstmal wiederfinden jetzt. Kein Ponge. Wo bist du? Wo bist du hin? Oh, was ist... Den habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Was ist das denn für einer? Nimmt der die... Wie funktioniert der denn? Hier vorne ist ja ein Traktor. Also wie funktioniert denn dieser Greifer in der Position? Fährt er sich hier raus? Finde ich gerade sehr interessant, tatsächlich. Also ist nicht geeignet für mich, weil keine Rundballen. Aber für Quaderballen? Wer hat den mal ausprobiert? Gerne mal schreiben, ob der was kann. Der Lizard Loader QM. Mhm. Oh. Greifer breit, Greifer Standard, ohne Greifer. Funktioniert der denn ohne Greifer dann? Würde mich mal interessieren, aber der ist es ja nicht. Zu groß. Da ist er. Ein Herculano. Einen Herculano-Hänger. Denn der bringt die Option mit, Autoload zu aktivieren für 1000 Euro. Und man kann hier noch die Rahmen draufsetzen.
Und den würde ich gerne einfach mal austesten. Oh, Felgenfarbe kann ich auch noch anpassen. Ja, mach ich mal schwarz. Ich glaube, der hat eine ganz gute Größe. Der hat, ich weiß nicht, italienische Beschilderung hier, nehme ich jetzt mal an. Könnte auch spanisch sein. Aber ich glaube, das ist italienisch. Vaiculo Longo könnte auch spanisch sein. Naja, wie auch immer. Er hat ein Bremer Kennzeichen. Okay, Hansestadt Bremen. Na klar, in Italien. Wer kennt's nicht? Und der soll's werden. 20.850 Euro kostet der. Ich war am Überlegen, ob ich den miete für 1.000 Euro und ihn erstmal ausprobiere. Ja, das mache ich, weil ich nicht weiß, wie Autoload bei dem Ding genau funktioniert. Beim Pongel, klar, kann man wunderbar verschieben. Wir mieten den mal und dann testen wir den. Der passt, glaube ich, ganz gut zur Italia. Wollen wir mal gucken. Ah, hier habe ich auch noch ganz viel Kalk, Dünger und Saatgut zwischengelagert. Auch sehr schön. So, fahren wir mal vor. Also optisch finde ich den jetzt schon mal ganz interessant. Hier mit den Kästen. Ist alles natürlich niegelnagelneu hier. Der ist noch gar nicht unterwegs gewesen. Ich bin der Erste, der das Modell hier leiht, anscheinend. Hier schwebt er so ein bisschen. Das ist so ein Hovercraft-Gerät. Aber schön, wie das Kabel hier auch aufgehängt ist, ne? Dann wollen wir mal gucken, was der kann. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele Ballen draufgehen. Ich glaube 24. Nochmal kurz checken. Wie viele Ballen gehen denn da drauf? Herculano. Der war relativ weit vorne. Da ist er. 28 Ballen. Okay. Oh, da bin ich gespannt. Anhängen. Kabellage. Und ja, mehr brauchen wir nicht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Werde ich da so angehoben? Dann wollen wir mal rüber. So. Surprise, surprise. Ich fahre erstmal zum Feld und dann gucken wir mal, wie der sich bedienen lässt hier. Einmal über die Serpentinen. Ja, der Zug ist auch schon wieder unterwegs. Um zu gucken, ob ich damit gut durch die Straßen komme hier. Mit dem Unimog neigt man dazu, richtig Gas zu geben. Ja, das schaut doch gut aus hier, oder? Ein schönes Stück. Ja, ein kleines Bildchen von machen. Ich kannte den tatsächlich bisher nicht. Ich habe den jetzt erst bei der Recherche entdeckt. Ich habe die Mod irgendwann natürlich runtergeladen, aber ich hatte sie gar nicht mehr auf dem Zettel. Als ich ihn gesehen habe, fiel mir aber wieder ein, Mensch, den hast du doch extra mal für die Italia gezogen. Da musst du den jetzt auch endlich mal ausprobieren, ne? So, dass man das Herculano hier vielleicht auch sieht. So. Über dem Unimog liegt dann so ein bisschen der Text. Zack. Bin gespannt. Heute also ein kleiner Produkttest für euch, Herculano Wellenanhänger. Auch in der Realität mit Autoload zu haben. Oh Gott! Das lag nicht am Hänger, das lag an mir. Ah, der ist aber schon länger, als ich dachte. Im Vergleich zum Pongel. Ich glaube, der ist ein Stückchen länger als der kleinste Pongel, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Wird blockiert, klingt schon wieder doof. Steht da wahrscheinlich auch schon wieder Ewigkeiten. Muss ich gleich mal kurz hinspringen und gucken,
was da blockiert wird. Muss ja die Ballenpresse sein. So, da hinten leuchten sie die Ballen. Auch nice, dass man das von hier aus schon sieht, ne? Sieht schon cool aus. Ich sollte das Lenkrad wieder anbauen. Ist halt noch verstaut. So, bevor wir anfangen und den Test starten, retten wir mal eben kurz den Ballenwagen, die Ballenpresse und können hier eigentlich mal eben kurz auf der 51 nachgucken, ob es schon einen Kurs gibt. Natürlich. Kurs laden. Oh, dann kann der Fendt hier eigentlich loslegen, ne? Komm, ich helfe dir noch auf die Feldfläche hier und dann den Rest kannst du alleine, oder? Ja, sehr gut. Bin gespannt, wie oft der irgendwo backen bleibt. Oder ob er es ohne Hilfe hinbekommt. Der läuft wieder und der eine Ballen, den ich da hingelegt habe, der ist hier im Weg? Echt jetzt? Herrje. Ich habe mich schon gewundert, warum das so früh losgeht. Gut. Das löbt wieder. Dann können wir starten. Machen wir die beiden mal weg und den einmal auf. Helfer einstellen. Arbeitsstellung. Ja, dann gehen wir mal in die Arbeitsstellung. Ist damit Autoload jetzt automatisch an? Fahren wir neben. Ja, sehr gut. Okay. Also ob ich jetzt so einen Greifarm habe oder ob die Dinger da halt einfach drauf hüpfen, ist ja gehuppt wie gesprungen. Irgendwo. Klar, ich würde auch gerne sehen, wie ich hier manuell von Hand auflade. Das machen wir gleich auch noch. Wir haben ja auch noch eine zweite Feldfläche. Ich mache auch noch einen Test. Deswegen finde ich den ganz interessant, den Anhänger. Weil hier kann ich Autoload zuschalten, wenn ich zu faul bin, was in den meisten Fällen so sein wird. Aber wenn ich Bock drauf habe, kann ich hier halt auch sagen, nö, Frontlader dran und von Hand heute. Und das könnte ich mit dem Andersen halt nicht. Plus der Preis. Der ist ja wirklich spottbillig. Frage ist nur, wie lädt der ab? Das wird interessant. Wie kriege ich da alles wieder runter und wie stellt er mir das hin? Funktioniert das vom System her genauso wie beim Ponge? Ich sehe nämlich überhaupt keine Anzeige dafür. Ich sehe nur Transportstellung, dass ich da zurück hin kann. Ich weiß aber nicht, wie ich den entladen bekomme. Und ich sehe hier auch schon, dass das so leicht schief drauf sitzt. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Okay, in zwei Lagen. Das wiederum ist ja ganz gut. 6 habe ich noch Platz. Kriegen wir nicht ganz voll. So, Ponge wäre jetzt dicht. Da würden nur 24 drauf gehen. Hier kann ich aber schön komfortabel die zwei Ballen, die eigentlich immer über sind, und drüber. Die kriege ich noch mit. So, dann gehen wir mal in die Transportstellung. Und ich kriege keine Informationen darüber, wie ich die Dinger da wieder runter bekomme. Ich habe jetzt 26 Ballen, habe hoffentlich nichts vergessen. Ich fahre mal hier unten rum. A, um zu testen, ob ich da gut rumkomme mit dem Teil. Und B, um zu gucken, ob ich nicht irgendwo noch einen Ballen vergessen habe. Und dann fahren wir zum BGA rüber. Da steht der Frontlader. Und dann schauen wir mal, ob ich die Ballen A abladen kann vernünftig und B, ob ich sie auch, ja gut, mit dem Frontlader sollte ich die schon von diesem Anhänger runterheben können. Das dürfte nicht das Problem sein. Macht sich jetzt gut.
Gut, ich fahre jetzt auch ein bisschen vorsichtiger, aber ich komme hier eigentlich relativ gut durch. Hatte so ein bisschen Bedenken wegen der Länge, dass man da an der einen oder anderen Stelle halt aneckt und sich verkeilt, aber das scheint ganz gut hinzuhauen. Schön, schön. Oh, da ist es passiert. Wo bin ich hängen geblieben? Am Schild. Ja gut, okay. Das kann man aber mit gehobeneren Fahrkünsten als den meinen natürlich besser machen. So. Außerdem bin ich immer ein bisschen zu zügig unterwegs. Jedenfalls, wenn ich den Unimog habe. So, auf zur BGA. Wollen wir mal schauen. Ich überlege gerade, wie war das beim Pong? Ich glaube, ich musste Z drücken, dann bin ich in den Abladen-Modus gekommen. Und ich habe ja so die Vermutung, dass das Prinzip hier einfach übernommen wurde. Ich muss auch mal schauen, von wem die Mod ist. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Vielleicht sind es sogar die gleichen Macher. Dann wäre es natürlich, dann wäre es klar, dass sie das einfach noch auf einen weiteren Hersteller... Ah, ja. Ah, ja. Okay, okay, okay. Da wird es ein bisschen zu eng. Dass sie noch einen weiteren Hersteller gerne mit anbieten wollten. Die nächste Runde fahren wir mal von vorne rein. Ja, das ist hier tricky. Ah, gut, dass der Unimog so viel Power hat. Er kann den da so durchziehen und an der Wand entlang schrammen lassen. Gut, dass das nur ein Leihanhänger ist. Das wäre ja grauenvoll, wenn ich meinen neuen Anhänger jetzt so kaputt gefahren hätte. So. Ich fahre mal schön mittig. Wollen wir mal schauen. Schön aus dem Monitor rausgeglitscht mit der Maus. Perfekt, geht gut los. Ich teste es mal mit Z. Oh ja, da hat sich schon was bewegt. Ich kann anheben, senken, genau wie beim Pongel. Ich kann links, rechts verschieben. Ja, wunderbar. Und jetzt könnte ich ja theoretisch sogar damit noch manövrieren. Und mir die Ballen dann so hinstellen, wie ich die ja haben möchte und brauche. Absetzen. Ah, beim Ponge kann man die komplett auf den Boden setzen. Das geht hier nicht. Dann nochmal. Bildchen mit fliegenden Ballen vielleicht? Oder ist das doof? Komm, ein so ein Bild müssen wir eigentlich mitnehmen, ne? Jetzt fallen die bestimmt alle runter. Nee, okay, cool. Oh, ich bin zu tief. Super. Sehr gut. Dann mal runter damit und gucken, ob die jetzt alle durcheinander fallen. Blöd finde ich daran, dass hier so viel Raum ist. Wenn man die jetzt aufeinander stapeln möchte. Ja, ihr seht, die fallen halt. Die fallen nicht so exakt. Ich glaube, aufeinander stapeln wird damit dann schon eine Nummer schwieriger. Ah, okay, okay, okay. Folgen einleiten, Steuerung. So, das ist meine. Oh, meine Follow Me Mod. Ich war gerade irritiert, warum wird mir das angezeigt? Ich wollte jetzt aber noch mitnehmen. So. Einmal abhängen.
damit ich da besser rankomme. Ach Moment, wir wollten ja schon mal in die BGA reinwerfen. Nochmal einen Ticken zurück. Dass ich da rankomme. Ja, super. Ich wollte... grandios, grandios. Ja, ich habe die Kabellage jetzt halt nicht dran gemacht, weil ich den einfach nur so ein Stückchen zurücksetzen wollte. Das ist eigentlich alles, dass ich an den Trichter rankomme hier. So. Denn ich muss ja das Gewicht hinten dran bauen. Sonst kippe ich um. Glaube ich. So. Wobei es geht ja auch, ging ja auch ohne beim Aufladen, was wir schon mal gemacht haben. Ich habe keine Seitenkonsole dran. Ich muss das jetzt mit der Maus machen. Das wird interessant. Kabellage. Nee, bleib dran. So. Hat das Ding keine Kabellage? Nee, okay, cool. Okay, gut, 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 gut. So, ein bisschen Platz ist da jetzt drin. Das ist gut. Dann schauen wir mal. Hat aus. Damit es nicht irritiert. Boah, ungewohnt. Aber... geht. Ankippen. Und weg damit. Rinn in die gute Stube. 11% für Feld 50 transportiert. Das ging schnell. Wenn das jetzt schon 11% waren, krass. Dann machen wir kurz weiter hier. Also es wird auf jeden Fall wieder angenommen. Hoppe auch in Gänze. Hallo, moin, Tag. Oh, wieder rausgehebelt. Auch nicht schlecht. 23%, 4 Ballen sind 23%, krass. Müssten wir ja jetzt eigentlich auf 34, 35 kommen. Hui. Hast gleich ein zu viel mit angehoben. Ich habe sonst 3 auf Schlag reingehauen, ne? Ja, weil ich mit dem Andersen unterwegs war und der legelt die ja so schön in, dass die so zu dritt quasi im Trio liegen. So, mit bisschen Geduld. 35. Die Bäume sind hier ein bisschen arg im Weg. Oh. Ist aber auch wendig. Was ich da durch? Ja. Okay. Gut. Nächste Runde. Dürfen wir bei 46 rauskommen. So viel zur Maus. Das hat keiner gesehen. Sehr gut. Rest lasse ich erstmal liegen. Weil wir wollen ja gucken, ob ich auch vernünftig auf den Anhänger gestapelt bekomme oder nicht. Dafür muss ich das Gewicht allerdings hier lassen. Fällt mir gerade so auf. Es kommt hier einfach vor eben. So.
Pack mal da hin. Und dann probieren wir uns da mal aus. Also ich bin auf jeden Fall gerade guter Dinge. Der Füllstand ist jetzt nicht irgendwie eklatant hochgegangen. Also ich glaube, Aufträge kann man dann trotzdem ausführen hier. Das scheint hinzuhauen und zu klappen. Das finde ich gut. Auf geht's. Nächste Ladung. Ich fahre falsch rum raus. Auch gut. Auch sehr gut. Ja. Passe ich auch gar nicht durch. Sehr schön. Bin ich an diesem kleinen Penopsel da hängen geblieben? Oder war das mein... Es war der Frontlader, ne? Ja, ich bin mit dem Frontlader in der Laterne backen geblieben. Jo. Na gut, ist jetzt etwas... Sieht etwas ungelenk aus, gebe ich zu. Wir fahren hier jetzt mal gegen alle Regeln. Wie komme ich am schnellsten dahin? Ich glaube... Also irgendwie bleibt der schon gerne mal an so kleinen Ecken hängen, aber okay. Dafür gehen vier Ballen mehr drauf als auf einen Pommer. Ja, der Zug ist ja jetzt schon lange durch. Mach auf. Danke. Ja, wie rum ich hier jetzt gerade fahre, ist, glaube ich, relativ egal. Es ist beides weit, weil exakt auf der anderen Seite liegen die beiden Flächen, wo wir jetzt hin müssen. Ich unterstelle, dass ich jetzt den schöneren Part fahre. Oh, darf ich da überhaupt langfahren, wie ich fahren will? Oder ist das Einbahnstraße? Wird sich gleich zeigen. Und wieder hängen geblieben. Hm. Man muss vorsichtig unterwegs sein mit dem Teil und, also auf diesen ganzen Nebenstrecken bin ich gerade wunderbar durchgekommen. Das Problem sind hier die Hauptstraßen. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich mit dem Frontlader irgendwo backen bleibe. So, da hinten wird es jetzt interessant. Ich könnte hier jetzt natürlich auch einfach links fahren, aber wir gucken mal, wie es funktioniert, wenn ich versuche, es richtig zu machen. Ah, hey. Auf der Italia braucht man ein Lenkrad. Also ich. Ich brauche hier eigentlich ein Lenkrad. Komischerweise bin ich damit sicherer auf dieser Karte. Vielleicht sollte ich auch einfach etwas gemächlicher um die Kurven fahren. Diese Tastatur. Die zuckt halt immer so. Man sieht richtig, wie das Fahrerhaus immer so hin und her wackelt. Also habe ich jetzt hier extra gemacht. Also was ich mich frage ist, ihr seht ja diese Ketten auf dem Hänger. Und ich frage mich, das habe ich eben beim Autoload natürlich nicht gecheckt. Ah, der hängt auch schon wieder fester. Ob die Kollision haben. Ich tippe mal auf wahrscheinlich nicht. Aber es wäre halt ganz praktisch, wenn man die ersten Ballen draufpackt, weil das ja so eine Grenze ist, dass man da nicht drüber lädt quasi. Also ich glaube, hier steht er ganz gut. Einmal abhängt.
dann einmal die Ballenpresse wieder in Gang bringen. Was liegt dir im Weg? Du hast dir selber was in den Weg gelegt, mein Freund. Ah, da wird noch mehr im Weg liegen. Naja gut, jetzt ist er erstmal wieder on the way. Ich starke Bauern noch an. Aus. Nicht, dass ich hier versehentlich irgendwas anhebe. Nichts wäre schlimmer, als jetzt Ballen drauf zu laden und dann mit dem starken Bauern versehentlich den Hänger zu greifen, ohne dass da irgendwas fixiert ist. Und alles fällt wieder runter. So. Mit Maus. Ich nehme den mal hier so an der Seite. Zack. Eigentlich könnte ich auch zwei greifen, ne? Und die dann gleich... Nee. Wer, oh, hier liegt einer in dem... Im Busch, den hätte ich ja fast übersehen. So, bin ich hoch genug? Ja. Okay. Hoppla. Beim Unimog sieht man immer die Reifen nicht, wenn man von oben guckt. Das ist, finde ich, das Coole an den Traktoren. Du siehst halt die Reifenstellung. Und nein, die Kette hat keine Kollision. Aber an der Kette kann ich mich jetzt so ein bisschen orientieren, wie weit ich den rauflegen muss. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Für so blutigen Anfänger wie mich ist es eigentlich ganz nice. Und das ist ja jetzt quasi ein genormter Anhänger. Das heißt, ich weiß jetzt, es müssen exakt 7 Ballen in Reihe da drauf. Also wenn ich nur 6 drauf kriege, habe ich was falsch gemacht. Und wahrscheinlich wird genau das passieren am Ende. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um mehrere Stunden. Oh ja, tatsächlich, wir sind jetzt schon wieder bei 32 Minuten. Guck an, guck an. So. Okay, das ist jetzt der Maustest hier. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier gleich einen Break. Und für die nächste Folge schließe ich dann mal die Seitenkonsole an. Und dann gucken wir mal, ob ich damit, wobei ich die jetzt auch etwas länger nicht genutzt habe, aber dann haben wir mal den direkten Vergleich, ob ich mich damit auch so anstelle oder ob das ein bisschen besser rüberkommt. Ich glaube, die beiden sind zu weit drauf da. Naja, okay. Gut, es ist Zeit für eure Tipps. Wie kommt Baxxon mit der Seitenkonsole klar? Klappt das besser oder sieht es genauso doof aus? Wir werden auch den direkten Vergleich an der BGA dann haben. Wirft er mit der Seitenkonsole auch einen Ballen über den Trichter oder nicht? Schreibt mir gerne, was ihr von dem Anhänger haltet. Ich finde ihn tatsächlich sehr cool. Nochmal von hier so ein kleines Bildchen mitnehmen. Kann man auch was lesen, sind ein paar Ballen drauf. Bisschen irritiert mich, dass er hier halt fliegt und dass die Ballen beim Absetzen auch fliegen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ansonsten finde ich den optisch echt, finde ich cool. Der ist schön gemacht, auch mit der Kette hier. Das hat was, auf jeden Fall. Hätte die Kollision, wäre es natürlich praktischer. Dann hätte man hier so eine kleine Abgrenzung drin. Und würde nicht den Ballen zu weit raufschieben, so wie ich das hier gemacht habe. Naja. Okido. Schreibt mir, was ihr denkt. Lasst mir gerne einen Daumen da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann kommt der Seitenkonsolentest. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.